Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise, Folge 234. Leute, Power of the Force, die Kraft der Macht. Wir kommen heute ins Jahr 1985, das Schicksalsjahr der Star Wars Figuren. In diesem Jahr erschienen die letzten Figuren der Classic Line. Dann war 10 Jahre Pause. Und keiner hätte an ein so gigantisches Comeback gedacht. Die letzten 15 Figuren der sogenannten Power of the Force Serie zählen zu den schönsten Figuren überhaupt. Und auch zu den teuersten. Tja, wenn man da an Jugface denkt, all die anderen. Wir zeigen euch unter anderem heute den Arwing-Piloten, Amana Mann, Varrok, Romba, Luke Battleponcho, den Barada, EV9D9 und R2D2 mit Laserschwert. Wir haben heute wirklich sehr volles Programm. Und gleich eins vorweg, nächste Woche gibt es nicht die letzten Figuren, sondern da gibt es mal wieder Micro Machines. Die letzte Folge mit den Classic-Figuren, da warten wir noch ein bisschen. Also, jetzt gehen wir erstmal rüber und legen los. Beginnen wir hier mit einer typischen Power of the Force Karte. Die Power of the Force Karten erschienen bereits 1984 und es wurden viele klassische Figuren wieder aufgelegt. Sie unterschied sich im Folgenden von den anderen Karten, und zwar von folgender. Jeder Figur war nun eine zusätzliche Münze beigebracht. Sie waren silberfarben, wunderschön. Hier wirken sie ein wenig golden durch den vergilbten Blister. Man änderte auch das Star Wars Logo in Star Wars The Power of the Force, in Deutschland Kraft der Macht. Die Power of the Force Karten erschienen leider niemals in Deutschland. Leider. Aber wenn wir schon dabei sind, beginnen wir mit Romba. Wieder einer aus der Ewok-Familie. Mit dem typischen Kenner-Logo. Rechts oben, das ist kein Graffiti, das ist ein Originalautogramm vom Ewok-Darsteller Warwick Davis. Die Blister waren jetzt so groß, dass sie auch die Münze umfassen konnten. Leider ist auch hier der Blister vergilbt. Ihr habt sicherlich schon die Diskussion mitbekommen in den letzten Wochen. So wie es aussieht, werden mit der Zeit alle Blister vergilben und brüchig werden. Deshalb ist eine gute Lagerung das A und O. Beigepackt war ein Speer. Auf die Mütze ist besonders zu achten, die geht häufig verloren. Aber zum Thema Beschädigung der Blister. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man alles gut lagert, dann klappt die Sache auch. Naja, wir hatten ja sowieso nicht vor, unsere Schätze auszupacken. Romba erschien auch auf Trilogo-Karte. Diese Karte ist meiner Ansicht nach preislich heute noch unterbewertet und müsste eigentlich über dem Niveau der Power of the Force Karte liegen. Kommen wir nun zum zweiten Ewok, ebenfalls auf Power of the Force Karte. Varrok, einem kräftigen, coolen Krieger. Diese Figur habe ich Mitte der 90er Jahre bei einem Versandhandel in den Vereinigten Staaten erworben. Als ich diese Figuren damals meinen Freunden zeigte, wussten die gar nicht, dass es solche Figuren überhaupt gibt. Da mit fortschreitender Serie immer auch die alten Figuren neu aufgelegt und auf der Rückseite abgedruckt wurden, bildet die Power of the Force Karte den krönenden Abschluss mit 92 Figuren. Ein Konzept, das später leider nicht übernommen wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass die neuen Figuren der 90er Jahre wie Power of the Force 2 auch alle Figuren auf der Rückseite abgebildet sind. Die letzte Figur, Jugface, findet man auf keiner Rückseite. Dies war die letzte, diese erschien auch nicht mehr in den USA. Aber dazu in der nächsten Folge. Werdet ihr mehr erfahren über Jugface. Hier sehen wir Varrok auf der europäischen Trilogo-Karte. Interessant, rechts oben seht ihr die ersten Strichcodes. Diese wurden damals eingeführt. Varrok war ein richtiger Ewok-Krieger. Hier sehen wir seinen Bogen. Er hatte auch einen Köcher mit Pfeilen. Besonders schön über seinem rechten Ohr der grüne Fleck. Ich würde sagen, Tarnkleidung. Tja, auch diese Figur wurde mir von Warwick Davis signiert. Machen wir nun weiter mit Jabbas nervigen Dienstroboter EV9D9. Links die Version auf Power of the Force Karte, rechts die europäische Trilogo. Der Kopf war selbstverständlich beweglich.
und er bot noch etwas äußerst Interessantes. An der Rückseite des Schädels befand sich ein kleiner Hebel, ein Mechanismus, mit dem man den Mund bewegen konnte. Daran erkennt man auch die hohe Qualität der Power of the Force Figuren. Ein wirklich sehr schönes Stück. Tja, und hier seine Stelzenbeine. Diese erinnern teilweise an 8D8. Hatte keinerlei Zubehör. Die Hände waren auch so konstruiert, dass man nichts greifen konnte wie bei den anderen Star Wars Figuren. Schön ist auch die Deko-Mechanik am Rücken zu erkennen. Kommen wir nun zum letzten R2-D2 überhaupt, der Classic Line. R2-D2 mit Lichtschwert. Links die Version auf Power of the Force Karte, rechts die Trilogo-Version. Ja, den hatte ich auch in meiner Kindheit. Mann, war das ein cooles Stück. Für 1,95 €. So Leute, das ist das gute Stück aus meiner Kindheit. Hat schon viele Schlachten überstanden. Am oberen Ende, wo früher das Sensoskop drin war, ist jetzt das Laserschwert. Achtet besonders darauf, dass die Aufkleber gut erhalten sind. Hier nicht. Gut erkennt man an der Unterseite die Wölbung, die bei dieser Figur hinzugefügt wurde, um Platz für das Laserschwert zu schaffen. Die Unterseite war wie immer verschraubt. Ein dritter Fuß war auch bei dieser Version leider nicht dabei. Achtet auch darauf, dass es Originalaufkleber sind und keine Fälschung. Wenn man den Kopf drehte, fuhr das Laserschwert leicht raus, in die Abschussposition. Kommen wir nun zu Amann Amann, einem der teureren Figuren. Links die Version auf Power of the Force Karte, rechts die europäische Trilogo. Eine äußerst ungewöhnliche Figur von hoher Qualität. Zu achten ist besonders auf den Totenkopfstab. Meinen hat man mir vor einigen Jahren stibitzt. Ein loser Stab kostet mitunter bis zu 50 €. Das weiß ich habe nämlich damals 70 Mark extra für den Stab damals bezahlt. 1999. Diese Figur hat eine äußerst lustige Geschichte. Ich habe diese Figur für 2 Mark auf einem Flohmarkt entdeckt. Und zwar lag sie in einer Kiste mit Metallteilen, Nägeln, Winkel etc. und hatte keinen einzigen Kratzer. Amann Amann erinnert an ein Insekt, aber wirklich gut umgesetzt. Der Spielwert ist sehr hoch, zum Beispiel kann man ihn hier an die Kamera hängen. Ja Leute, rechts oben, dieses Moskito war nicht beigepackt. Am linken oberen Oberschenkel, was für ein Satz, kann man die Bestempelung erkennen. Kommen wir nun zu einem von Jabba's Gaunern, dem Barada. Naja, das Gesicht, weiß man schon, woher es stammt, erinnert ein wenig an einen gewissen Hundetyp.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Jabba-Figuren sind die Power of the Force-Figuren sehr teuer. Er hatte die gleiche Waffe wie Nikto. Naja, die war ziemlich weit verbreitet. Richtig cool finde ich seinen Rucksack am Rücken. Am Oberschenkel befindet sich wieder die Bestempelung. LFL für Lucasfilm Limited 1985. Schön ist auch der Generalstreifen an der Hose zu erkennen. Naja, aber ein wirklicher General war der wohl nie. Wie alle anderen Star Wars Figuren hatten auch diese die Löcher, dass man die Figuren aufstecken konnte. Selbstverständlich waren auch bei diesen Figuren alle Arme und Beine beweglich, wie bei nahezu allen Star Wars Figuren. So Leute, kommen wir nun zu einer der schönsten Figuren überhaupt. Luke Skywalker Battle Poncho. Besonders darauf zu achten, auf den Gürtel, dass er nicht mit Leia Combat Poncho verwechselt wird, und die Pistole, die fast gleich ist wie die bei Luke Jedi Knight. Wobei ich zugeben muss, die Version auf Trilogo gefällt mir irgendwie besser. Ursprünglich war die Figur mit abnehmbarem Helm geplant. Dies wurde aber aus Kosten- und Zeitgründen nicht umgesetzt. Der Combat Poncho unterscheidet sich auch farblich von dem von Prinzessin Leia. Hier mal eine Großaufnahme von den Fasern. Auch sehr schön umgesetzt ist der Kragen. Hier mal ein kurzer Blick auf die Innenseite. Die Figur selber unterscheidet sich in der von Luke Jedi Knight. Gut ist wieder die Bestempelung zu erkennen, LFL 1985. So, kommen wir nun zur letzten Figur für heute, dem Arwing-Pilot. Übrigens, der Arwing war schon in der Power of the Force-Line geplant, wurde aber dann erst in der Droids-Line wieder umgesetzt. Wieder umgesetzt, weil der Prototyp existierte bereits. Eine sehr interessante Trilogo-Karte. Beigepackt war diese extrem kleine Waffe, wie sie schon häufiger bei Piloten verwendet wurde. Die Power of the Force Trilogo-Karten unterschieden sich darum, da jetzt ein Strichcode dabei war. Obwohl jetzt 92 Figuren erhältlich waren, blieb man der 70-Back-Karte treu. Selbst Figuren, die schon längst im Handel waren, blieben noch geschwärzt. Wie zum Beispiel Pablo, der ein Jahr früher erschien. Tja, wir in Europa hatten da teilweise echt das Nachsehen. Der Arwing-Pilot erschien auch auf Power of the Force-Karte mit Münze. Die Power of the Force-Karten sind in der Regel preislich höher zu bewerten wie die Trilogo-Karten. Aber der Arwing-Pilot lebte weiter. Nach dem Ende der Star Wars Line wurde er in der Droid-Serie genau die gleiche Figur noch einmal aufgelegt. Dies schaffte neben ihm nur Boba Fett. Beim Arwing-Piloten ist besonders auf die Nase zu achten. Wenn er nach vorne fällt, hat er den berühmten Nasenschaden. Außer der Waffe ist es eine sehr unkomplizierte Figur.
Als man den Arwing Fighter gecancelt hat, wollte man den Arwing-Piloten eigentlich gar nicht mehr herausbringen. Um ein Haar hätten wir dieses seltene Sammlerstück nicht mehr bekommen. Gerade in der Endphase der Star Wars-Figur 1985 blieben sehr viele sehr schöne Figuren einfach unvollendet. Leute, heute bleibt mal wieder keine Zeit für ein Schlusswort, deswegen verabschiede ich mich schon mal. Gut sieht man hier die Bestempelung. 1984, aber sie erschien erst 1985. Vorsicht vor Irrtümern. Also Leute, ich wünsche euch was dann. Bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt, Fantastic Toys and Merchandise.